Flug der Anschluss des Main-Service-Ganges war nicht optimal. Vielleicht hat sie sich auch auf den Start konzentriert und den hat sie mit 52.000 Sekunden sehr gut getroffen. Wenn die Kloss bringt schon viele Jahre Motorsport-Erfahrung auf der Viertelmeile mit, aber das ist ein neues Auto für ihn und das ist eine ziemliche Umstellung, denn in den letzten Jahren war er ja am Steuer eines langen Dragsters. Er hat ein bisschen Abwechslung und eine neue Herausforderung gesucht und hat sie mit diesem Chevrolet Camaro gefunden, jetzt also vom Dragster zum Door Slammer. Und dort vor sich kurzer Abstand. Lauf wird eine 9,78. Für den Kloss wird es am nächsten Wochenende schwer haben. Er tritt in der Klasse Super Guest an. Da muss jeder wirklich nach die 9,9 heranfahren. Und wenn das Team hier noch in der Einstellung von Abstimmungsphase ist, wird das konstante Fahren an einem Klassenindex heran natürlich zu einer echten Herausforderung. Eine Sekunde schneller möchte der Mann vom Dreikreis-Team Potsdam im Ziel ankommen. Super kommt mit dem 8,9er Klassenindex. Das ist André Müller mit dem 10-Liter-Motor im Automobil. Ob er mit seinem Team zusammen jetzt die 8-9 genau getroffen hat. Na, und 3.